Dani, Sie sehen toll aus. Wie geht es Ihnen? Mir geht es fantastisch, vielen Dank. Was gehört dazu, um im Medienbusiness beständig zu bleiben? Nicht auf jede Party gehen, ganz wichtig. Ein bisschen selektieren. Ein bisschen sich auch mal rar zu machen an der Stelle. Ab und zu sich mal ein bisschen neu erfinden. Gut gelaunt sein. Offen für gute Gespräche, weil das ist das eigentlich, finde ich, das A und O hier. Man lernt ja so viele Leute auch wieder neu kennen und da einfach mal offen zu sein und sich also networken. Networken ist ganz, ganz wichtig. Und also generell ist es so in der Medienbranche, du musst dich auch immer wieder ein bisschen neu erfinden. Das heißt nicht, du musst dir jetzt irgendwie wöchentlich die Haarfarbe wechseln und irgendwie sagen so, oh nee, jetzt sehe ich nur noch so aus oder so. Aber schon auch ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen und auch mal sagen so, den Teil habe ich für mich jetzt mal abgeschlossen und ich möchte über Sachen jetzt einfach nicht mehr, die 10, 11, 15 Jahre her sind, immer wieder angesprochen werden, immer wieder irgendwelche Erklärungen abgeben. Nein, ich möchte das nicht. Wenn man Sie so sieht, ja, was ist Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis? Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Mit allen Fehlern und Schwächen, die ich habe, mit allen Ecken und Kanten. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben perfekt. Noch nie. Hab das oftmals angestrebt, ist aber noch nie meins gewesen anscheinend. Aber das sind, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, vielleicht nimmst du das und kehrst es um und zelebrierst es oder es gehört einfach zu dir. Nimm es an. Und damit lebt es sich ganz gut.